Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Hope Sanctuary. Das Aufzeit-Szenario mit Guru Bai und Sean McBeard. Ja, hallo. Hallo Sean. Soll ich einfach mal reinstarten oder? Ja, starte rein. Okay, gestern kam eine Folge von diesem Level hier, vom Hope Sanctuary. Die erste Folge, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das ist ja alles schon gebaut, die kommt bei Sean auf dem Kanal. Einfach mal reinschauen. Link in der Videobeschreibung. Man kennt es. Ich möchte anfügen, wunderschön gebaut. Wunderschön gebaut, wir sehen es hier. Wunderschön glänzend. Fantastisch. Ja, fantastisch. Das Hübscheste. So, du sagst, ich soll ein bisschen schneller machen. Ich glaube ja, weil wir müssen ja 22 Tiere sammeln und ich glaube, wir haben relativ wenige davon bisher sammeln können. Ich glaube, das ist smart. Und dann habe ich mir gerade überlegt, während ich dir zugeschaut habe, ja, dass ich hier die Löwen hinmache. Oh, damit da einfach noch ein bisschen mehr los ist auf der Ecke. Ja, und weil die Besucher, dann können wir Druckbeschallung reinmachen. Was ist denn hier los? Finde ich super. Inspektor war glücklich. Ja, Inspektor ist bei mir immer glücklich. Inspect the Gadget. Ja, es ist meine Pflicht, den Inspektor glücklich zu machen. Das klingt jetzt falsch. Vor allem, weil es eine Inspektorin ist. Na und? Kann man die nicht glücklich machen? Oder? Doch. Stimmt, ich habe glücklich gesagt. In meinem Kopf habe ich befriedigt gesagt, aber lassen wir das. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Um Kopf und Kragen. So, wie groß ist der Bums hier? 860. Ich weiß nicht, wie groß das bei den Löwen sein muss. Ja. Ja, langt. Langt, ne? Nein. Langt. Ja. Ja. So, dann gibt es hier noch Einwegglas. Fancy. Ich bin so fancy-schmancy unterwegs heute. Ja. Und hier gibt's Kletterschutz, brauchen die nicht, ne? Nee, brauchen die nicht, können da nicht hoch. Ach, Tatsache. Was ist denn? Hier findet die Schneckenpolonaise statt hier. Ich glaube, es war keine gute Idee, dass wir dort. Wir haben zwei männliche Löwen. Das ist ja okay. Ja. Ich glaube, es war keine gute Idee, dort auch noch auf die Ecke den Geldautomaten hinzustellen. Nee. Nee, glaub nicht. Soll ich den mal umsetzen? Oh, hier so zum Beispiel. Ja, finde ich gut. Verteilt sich das Ganze so ein bisschen. Und dann möchte ich halt ganz gerne. Also, ich brauche unbedingt hier Druckbeschallung. Ja. Auf die Seite auch. Kann ich den Löwen auswählen? Finde ich gut. Nee, noch nicht. Es sind noch nicht drin. Mach aber laut. Wir müssen aufpassen, das ist eine Sackgasse, ne? Das ist dir aufgefallen. Ja, hier ist eine Sackgasse, richtig. Das heißt, die Leute gehen dann hier hin und dann. Ja, gut. Ich wollte es nur gesagt haben. Aber es müsste eigentlich. Jetzt geht Druckbeschallung, sehr gut. Ja. Soll ich einmal gucken, wie die Lövis zufrieden sind? Ja, die sind nicht wirklich zufrieden. Das sieht gut aus. Jetzt noch ein bisschen Erde und ein bisschen Gras lang. Yep. Fantastisch. Okay. Löwe. Fresstablett. Kratzbaum. Trinken. Wasser. Ja. Nochmal so ein Springbrunnen da unten. So ein Sprinkler hier. Ja, finde ich immer gut. Rückzugsorte brauchen wir. Ja, ich gucke gerade, was wir so größentechnisch haben. Ich glaube, das hier ist ganz cool. Ja, das ist passt. Brauchen die auch noch so ein Schlafzeug hier? Doch, naja, schlafen sie auf dem Boden. Die schlafen eh immer, wo sie wollen, finde ich, die Tiere. Wie sieht das denn mit dem Grünzeug aus? Das ist okay. Damit können sie leben. Ja, können sie. Kriegen jetzt hier nochmal zwei Palmen. Dann ist. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall Ruhe im Puff. Ja. Sehr gut. Ja, die Leute. Willst du dann nochmal eine Tafel hinstellen, bitte? Natürlich. Für dich stelle ich da noch eine Tafel hin. Oh, das ist. Vielen Dank. Das ist vielen Dank. What? Das ist vielen Dank. Ja. Danke sehr. Gerne. Das passt. Das passt. Wie sieht es denn sonst aus? Was haben wir denn sonst noch so? Es geht voran. Gut. Genau, also wir haben hier 7 Tiere von 12, aber wir haben ja auch nochmal 2 verschiedene Elefantenarten gekriegt. Also hätten wir, was das angeht, schon mal 9 Tiere. Das stimmt. Wenn ich die Elefanten jetzt bauen soll. Hier ist entkommen. Jetzt einmal Pause. How? Okay. Wahrscheinlich so.
Es wird an dem Ding liegen, ja. Ja, die konnten da oben drauf. Ja, jetzt nicht mehr. Naja, gut. Naja, der wird jetzt da runter geschossen und dann... Oh und dann Gott, ist Ruhe. Ist das grausam. Ah, es ist so gut. Wo ist der Mitarbeiterraum? Haben wir da schon einen Pausenraum drin? Nee, haben wir nicht. Jetzt haben wir. Ja. Gut, die Besucher laufen hier hinten rum, das ist okay. Mhm. Ich wollte die Elefanten hier hinten hin machen, auf diese riesige freie Stelle. Das, glaube ich, ist keine schlechte Idee, wenn ich ganz ehrlich bin. Willst du beide nebeneinander platzieren? Ja, ich mache die nebeneinander. Wobei, ich kann auch einen links, einen rechts machen, ne? Ja. Oder so. Ja, finde ich gut. Erstmal gucken. Weißt du was? Ich gucke in der Zwischenzeit mal ganz schnell hier auf Planetopedia, wie viel die Elefanten brauchen. 1082 oder so. Naja, der afrikanische Elefant braucht 2051, beziehungsweise, das sind jeweils drei, ne? Ja. Dann brauchen wir 3000 noch was. Ich habe 3400 in dem. Sollen wir es mal testen? Das sollte knapp gehen mit den afrikanischen. Dann gucke ich jetzt hier nochmal nach dem indischen Elefanten. Der braucht knapp 1400 für zwei, dann hast du, für drei, dann hast du noch ein bisschen Spielraum. Okay, ja, dann machen wir das gleich. Mhm. Mit denen kann man es ja machen, hä? Ja, mit denen kann man es machen. Die brauchen beide übrigens Wasser, ne? Ach du Heiliger, ja gut, dann. Fällt mir gerade auch auf. Sollen sie ein bisschen Wasser kriegen? Ich glaube, ein bisschen mehr darf sein. Ich wusste nicht, dass da so wenig ist. So. Jetzt aber auch Ruhe. Ja, 200 Quadratmeter oder so bräuchten die. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, 239 sind das hier. Ja, sehr schön. Okay, hat er noch genug Platz? Ja. Wasser ja, wird nicht grad genug sein. Wasser muss ich noch machen. Nee. Ja, und für den dritten wird das auch nicht genügend Platz sein. Da brauchst du auch noch mal ein bisschen mehr. Eine Einrichtung ist ausgefallen. Ach, der Geldautomat. Pff, wir haben zwei davon. Oh, wir nehmen keine Gebühren. Nein, Sean McBeard. Ich bin fair. Sean McBeard, das B in Beard steht für fair. Für Fairness. Ja. Und Qualität. So sind wir. In der Qualität so oder so. Okay, so, jetzt ist auf jeden Fall genug Platz, würde ich sagen. Ja. Yep, aber zu wenig Wasser. Ja. Das sollte gehen. Uff, schwierig, sag ich mal. Schwierig. Noch ein bisschen mehr und dann noch ein Stückchen weiter rausziehen. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich glaube, das war auch keine gute Idee. Shit. Ja, das sollte, glaube ich, lang, aber dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz für die... Ja, sehr schön. Ja, das langt auf jeden Fall. Jetzt ist wirklich Ruhe im Puff, ne? Ja. So, dann brauchen die mehr Gras kurz. Stopp. Perfekt. Ah, oh, nice. Stabiler Rückzugsort, natürlich. Gönnen uns erstmal hier nochmal das Zeug ja. Hier. Ach, wie schön, dass da alles abgeflacht wird. Was zum... Die sind alle irgendwie sehr hässlich. Oh, das langt. Ja. Das langt. Und was fehlt noch? Futter und Spielzeug. Das hier für die Elefanten habe ich noch nie verstanden. Ja, doch. Die springen da rein. Ich habe auch noch Anlauf. Nie einen gesehen, der das macht. Nee, ich auch nicht. Haben wir eine Kläranlage? Nicht, dass die durchs Wasser krank werden. Haben wir nicht. Gut. Das ist sehr gut. Ich finde es auch gut, dass du einfach nur gut sagst. Ja. Pflanzen? Was soll ich sonst sagen? Da war gerade irgendwas noch bei Gelände, was schon wieder... How? Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie so viel gekackt haben? Ach, sie kommen da hinten nicht mehr ran. Das wird sein. Irgendwas hast du gerade gemacht. Auf 90% und jetzt ist es wieder weg. Sehr gut. Jetzt passt es aber. Gut. Kläranlage, Spendenboxen, sagst du? Kläranlage, ja.
Scheiße. Also bitte, was ist denn das für eine Wortwahl hier? Ich meine natürlich, so ein Mist. Ja, verschieb die einfach ein Stück. Ja, das, also das war jetzt richtig, das war jetzt richtig blöd. Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber ja. Okay. Oh. Nee, mach das auf den Hauptweg. Für mich ist das auf den Hauptweg. Scheißegal. Oh, jetzt fange ich auch schon so an zu reden wie du. Siehst du, du hast einen schlechten Einfluss auf mich. Schluss werde. Spendenboxen, Druckbeschallung. Ach ja. Und die und Tickets. Viele Gäste denken, dass die Tickets günstig sind, genau. Also nicht nur die Gäste denken das. Ne, ich denke das immer, aber ja, was soll ich sagen? Wie? Das ist eine sehr gute Frage. Ist das nicht ein Elektrozaun? Ah, kann es sein, dass er gerade nicht unter Strom war? Ja, keine Ahnung. Wenn er das jetzt nochmal macht, dann... Setz dann doch bitte nochmal irgendwie hier diese drei Infotafeln hin, die wir als Copy and Paste überall haben. Genau. Für die Bildung. Ticketpreise nochmal. Da ist kein Strom mehr. Ticket. Ja, mach 25 oder... Ja, ich 30. Mach 30, komm. Klar. Ab dafür. 30, wer hat, der hat. Ja, richtig. Wer hat, der hat. Gibt's nochmal ein Slushy. Sehr schön. Burgi. Burgi ist immer gut. Toiletti. Toiletti wäre auch ganz gut. Haben wir auch nur eine? Toiletti. Sehr gut. Dann würde ich das hier ganz gerne behalten für die Flusspferde, oder? Ja, ach so. Ich dachte, die Flusspferde machst du einfach da, wo Wasser ist, in die Mitte. Da? Da ist ja. Ist das ja, genug da Platz? Ja, ich denke schon. Wenn du den Hügel nimmst und dann das Wasser da neben unserem Food Court quasi. Hier, wenn ich das alles. Wird das genug sein? Ja, doch, wenn du das Wasser damit dazu nimmst, denke ich schon. Das sieht auch nach tiefem Wasser aus. Ja, ist es auch. Aha. Ja, dann mache ich das mal direkt, ne? Ja, würde ich machen. Was? Ja, das ist hier das ein Auffangding. Jetzt ist es weg. Ja, das ist nicht sehr schlimm. Wir werden es nicht vermissen. Schönstes Gehege EU-West. Ja, yeah, wie immer, würde ich sagen. Bei den Auf-Zeit-Dingern ist es aber echt schwierig, ne? Ja, da musst du einfach ranklotzen. So. So, ich guck derweil schon mal. Warum sind wir eigentlich bisher noch nie auf die Idee gekommen? Also, das sind 6 Stück, ne? Ja. Da brauchen wir 3000 irgendwas. Oh, Orangutans. Ich klatsche da jetzt einfach rein, dann werden wir mal sehen, was da passiert. Ja. Vielleicht brauche ich auch erst eine Tür. Bräuchtest du eine Tür, das wäre vorteilhaft, ja. Na komm, wir übernehmen die auch noch gleich mit. Ja. Die würde ich aber vielleicht nicht ins gleiche Gehege packen. Die kann ich mit in die schnellen Elefanten machen. Oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe doch auch keine Ahnung von dem Spiel. Ja, wer hat das schon? Wir spielen das auch so wenig. Ich kenne keinen. Nee, ich auch nicht. Ich guck mal derweil. Ich bin... Orang-Utan. Ich bin mir gespannt, ob das hier reicht. Das reicht an Wasser, reicht das nicht. Echt? Na gut, aber an Platz langt das. Ja, noch. Sind jetzt auch 6 drin, ja. Ja, dann brauchen wir nur noch mehr Wasser.
Okay. Ja, dann. Ich erkenne übrigens überhaupt nichts durch den wunderbaren Regen. Ja. Ich glaube, das kannst du sogar. Ja. Oh. Oh. Jetzt wird's spannend. Langt es nicht. Wir werden es nie erfahren, weil alle geboxt sind. Was? Okay. Du brauchst noch 1500 Quadratmeter mehr Wasser. How? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist echt verdammt viel, was sie brauchen. Wie happy sind sie denn mit dem Gehege so? Nicht happy. Doch, mit dem Gehege eigentlich okay. Aber Platz halt nicht. Ja, das ist schlecht, ne? Und er macht es einfach platt. Er macht es jetzt. Das ist so wunderhübsch jetzt. Wie jetzt auch nichts mehr. Vor allem mit diesem kleinen Hubbel da drin. Ich sag auch nichts mehr. Flach ich noch ab. Es wird nicht reichen. Ich glaube nicht, dass es 1500 Quadratmeter sind, ja. Das wird super, super knapp werden, das weißt du, ne? Ich glaube, das ist wirklich gerade so, dass das Gehege groß genug ist. Ja, ist es. Tatsächlich. Hä, können die da nicht hin? Doch. Jetzt ist von beiden ein bisschen zu wenig. Aber es ist gelb. Gelb ist okay. Es ist okay. Wir brauchen nur 90% Zufriedenheit. Warum ist denn das alles rot? Das spammt der hier die ganzen Dinger rum. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Spielzeug noch, normales Spielzeug hier. Ja. Was haben die sonst 82%. Noch? 82%. So ein Kegelding. 83% kriegen wir. Also das ist, finde ich, okay. Ist okay-ish für Flusspferde? Ja, also ich meine, überleg dir mal, wir brauchen im Durchschnitt 90% Zufriedenheit. Wie viel haben wir jetzt? 86. Aber das müsste ja eigentlich, wird das wirklich auf den Durchschnitt gerechnet? Also ja. Wenn du 5 Tiere hast, ne, dann müssen wir ja einfach nur alle anderen Tiere zufrieden kriegen, ne? Meinst du, ich habe keine Mülleimer gebaut? Ja, vor allem stellst du sie auch mitten in den Weg. Aber das ist okay. Jetzt gerade ist mir alles egal, weil ich gesehen habe, wir haben auch kaum noch Zeit. Nee, wir haben nicht mehr viel Zeit, das stimmt. Du hast noch 11 Minuten. Kein Stress. Denk an die Orang-Utans, die du zu den Dingsy-Bumsys machen wolltest. Oh, die Grizzlies werden eingehen. Die werden das lieben hier. Aha. Die setzt sich zu den Makaken. Orang-Utans. Achso. Oh Gott, die armen Makaken. Wir werden sie nie vergessen. Mhm. So, die ziehen jetzt hier mit ein. Mhm. Die Orang-Utans zu den indischen Elefanten. Ganz genau. Und dann hoffe ich einfach, dass das passt. Du kannst schon mal die Palmen und so weiter aus dem Gehege entfernen. Achso, nee, du platzierst da die indischen Elefanten. Also. Die mögen sie trotzdem nicht. Wie sieht's hier geländetechnisch aus? Aha. Zu wenig Wasser. Aber sonst ist es groß genug. Das ist schon mal der Vorteil. Das ist schon mal die halbe Miete, ne? Ja, richtig. Sehr okay, gut. Mehr Gras kurz. Ja, 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 weiter, 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 weiter. Stopp. Nein, noch ein bisschen. Ja, stopp. Wie sieht's bei den Jungs aus? Ja, wir brauchen eben Kletterstuff, ein bisschen weniger Gras kurz. Okay, von mir Krankes aus. Krankes Tier entdeckt, okay. Dann ist das wird so. Schon
viele Gäste denken, dass die Ticketpreise sehr günstig sind. Das kann ich mir vorstellen. Ja, finde ich auch. Wir haben nichts erfüllt. Nichts. Oh nein, die Elefanten sind aber auch... Ja, die sind ein bisschen bitchy. Die wollen... Ach, was wollen die denn alles haben? Das wollen sie haben, das wollen sie haben. Ja, du bist auf dem richtigen Weg, noch ein bisschen Futter beschäftigen. Sehr schön. Noch sehr schön. Das sind sie happy. Hier, die zum Beispiel... Pflanzen. Pflanzen. Mhm. Tropen, Asien. Ja. Ja. Sehr gut. Wo sind die Orang-Utans? Ausgebrochen. Hier. Bepflanzung finde ich nicht so die geil. Nicht. Die mögen sie nicht. Ja, packt einfach ein Ding und schiebt das runter. Und gut ist. Ab in den Boden. Das steht da. Ja, auch okay. Die brauchen Kletterstuff. Da gibt es doch diesen Blueprint von Go. Ah, den ist nie freigeschaltet. So ein Scheiß. Ja, klatsch einfach mehr Ritter. Vielleicht nicht ganz so nah an den Gehegerand. Ja, besser. Mitten in den Baum rein, finde ich gut. Was sagen die jetzt? Ja, noch eins, zwei. Davon brauchen sie noch. Aha. Da war... Da ist es ja doch freigeschaltet. Ist doch freigeschaltet. Climbing Frame Nummer 3, beste. So, wie sieht's aus hier? Spielzeug beschäftigen. Da ich es nicht hören muss, ist es mir egal, hau das Keyboard rein. Ja, jetzt haben wir 100 schon. Okay, 7 Minuten noch. 7 Minuten noch? Ja. Und? Ja, Mitarbeiter ist es. Die indischen Elefanten kriegen schon Kinder. Echt? Yep. Jetzt schon? Yep. Der afrikanische Elefant wird sich auch gleich paaren. Okay, jetzt habe ich nur noch die Grizzlies. Sind die Grizzlies auch die letzten? Die Grizzlies sind zumindest die letzten, die du dann brauchst für die Tiere, ja. Dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir eben die anderen Arten noch kriegen, die wir kriegen müssen. Also nee, wir müssen ja. Der Grizzly ist der letzte. Echt? Ja. Nein, nein, ich meine nicht, die wir platzieren müssen, sondern die wir aufnehmen müssen. Nee, auch nicht. Doch, aber es das ist. Sind 20 von 22. Ja, und sind das nicht die beiden letzten dann hier? So verstehe ich es nicht. Ich verstehe das eher verschiedene Arten. Nicht Tiere. Ja, genau. Tierarten. Mist. Nee, es war richtig. Okay. Okay, wie sieht's hier aus? Mehr Gras kurz. Ja. Mehr Fels. Na, wobei, es ist alles gut. Alles gut, alles. Ist alles okay, ne? Stabiler Rückzugsort natürlich, die Pflanzen mögen sie gar nicht. Das ist klar, Nordamerika, asiatisch raus, genau. Ja. Nordamerika nochmal, ne? Ja. Buchen sollst du suchen, habe ich mal gehört. Ja, das ist absolut korrekt. Ich würde noch ein paar Buchen mehr reinpacken. Ja, lang, lang, lang. Rückzugsort, Hunger, Durst. Ah, Temperatur. Ja. Das wird sogar angezeigt. Noch 5 Minuten zum Erreichen von Gold. Echt? Ja. Tierwohlbefinden hat Aktivisten auf den Plan gerufen. Ich gehe mal davon aus, dass es der Grizzly gemeint ist. Ich gehe auch mal ganz stark davon aus. Ich gehe auch davon aus, dass 37 Grad dem Grizzly einfach zu warm ist. Was? Ja. 0 Grad passt aber, ne? Ja, ich glaube. Okay, wie sieht's sonst aus mit Lebensqualität? Naja, nicht so. Spielzeug und Futterbeschäftigung braucht der Gute. Jetzt nur noch Spielzeug. Ja, das sieht gut aus. Flüssigkeit. Haben Sie Flüssigkeit denn hier drin? Jetzt haben Sie Flüssigkeiten drin. Hungrig und dehydriert. Ja, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt sind wir schon bei 62% dort. 61 nur noch. Vier Minuten noch. Was ist jetzt sein Problem? Die Temperatur. Immer noch? Hä?
Haben die Strom? Nein, daran liegt's. Die haben immer noch nicht auf allen Seiten Strom. Da, es reicht, wenn ein Gehege hat. Gut. Also wenn der Gehege Eingang hat. Okay, was fehlt denn jetzt noch? Nur noch 3 Minuten. Wohlbefinden die, und Bildung. Und die Sterne, ja. Bildung könnte natürlich zum Problem werden. Ich würde einfach an deiner Stelle überall Druckbeschallung hinklatschen und nochmal die Infotafeln, also die Arterhaltungstafeln. Hören Sie sich hier exklusiv etwas über die Flusspferde an? Ja, ohne sie sehen zu können. Ohne sie sehen zu können. Finde ich sehr, sehr gut. Sie müssen uns glauben, es gibt hier Flusspferde. Ja. Da sind sie. Ja. Sie sehen sie. Sehr gut. Sauberkeit des Geheges stellt Krankheitsrisiko dar. Welche Tiere sind jetzt noch unzufrieden? Die Flusspferde. Mit dem Gehege. Sauberkeit. Das wird das Wasser sein. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Kläranlage einfach neben Eingang für dich stellen. Hat niemand gesagt, dass wir die Gäste zufriedenstellen müssen. Das ist korrekt. Dann müsste das Wasser jetzt sehr gut. Ja. Das ist im Aufschwung. Habe ich schon auf Stufe 3, ja, ne? Ja, du hast schon auf Stufe 3. Wohlbefinden steigt. Das Einzige, was wir brauchen, ist Bildung, Bildung, Bildung. Ja, knall die alle 2,5 Meter hin. Ja, 0,4 brauchen wir, 0,3 noch. Zufriedenheit hängt fest bei knapp 80. Die Bildung bleibt eigentlich auch dort. Mist. Das wird ganz, ganz knapp. Eine ganz knappe Sache wird das. Kein Strom. Die Bildungsbewertung sinkt. Was? Ja, ist gerade auf 2,3 gefallen. Oh, was ist denn jetzt der Problem hier? Gehege. Auch die Sauberkeit. Nicht genug Pfleger. Ja. Und die kommen halt auch nirgendwo durch, weil hier... Ja, überall zu viel los ist. Grizzly Bear hatte Nachwuchs. Krankes Tier entdeckt. Jetzt schon Nachwuchs? Eine Minute. Ja, Grizzly hat Nachwuchs. Ja. Also zufrieden scheinen die Tiere zu sein eigentlich. Oh, Bildung noch 2,2. Ja, das wird knapp. Ich frage mich halt, wieso... Bei den Grizzlies überhaupt keine Bildung. Okay. Bei den Varis halt auch nicht. Okay, warum bei den Varis nicht? Da haben wir auf jeden Fall einen Druckbeschallung und einen. Ja, haben wir auch. Dings. Es sind auch 1400 Leute vorbeigegangen, aber gibt scheinbar keinen Bildungsbonus. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Keine Ahnung. Ja. Sehr, sehr ärgerlich. Das glaube ich. Das falsche Tier. Ich glaube, wir müssen Flusspferd erforschen, weil wir da die meiste Druckbeschallung haben. Mhm. Aber Gold habe ich eh nicht geschafft jetzt gerade. Nee. Ah, das ist ärgerlich. Ja, das ist wirklich sehr ärgerlich, weil es sehr, sehr knapp ist. Das ist halt aber wirklich gut. Kurz davor, ne? Ich würde sagen, mach einfach weiter, weil das lohnt sich jetzt nicht, wenn ich die dritte Folge noch mache. So lange kann das nicht dauern. Und die Leute da draußen können sich auf jeden Fall freuen, ne? Ja, was müssen sie denn machen? Das kannst du ja schon mal erzählen. Genau. Und zwar könnt ihr ein DLC gewinnen. Und zwar das Africa Pack könnt ihr gewinnen. Indem ihr einfach unten in die Kommentare Hashtag GoroBeard schreibt. Wir werden das auch nochmal in die Videobeschreibung schreiben, was genau ihr schreiben müsst. Und es werden auch... Andere Leute werden es wissen, macht es denen einfach nach. Achtet darauf, dass ihr es richtig schreibt. Wenn es falsch geschrieben wird, ist das nicht
wird das nicht gezählt und ihr habt ganze 24 Stunden Zeit ab dem Moment, wo dieses Video live geht. Das schreiben wir auch nochmal rein, wann diese Frist endet und dann habt ihr die Chance, einen DLC zu gewinnen hier bei Gorobei. Und wenn ihr hier bei Gorobei kein Glück hattet, dann kommt einfach mit, seit wann ist denn ein Gehege? Was ist das denn? Dann kommt auf jeden Fall rüber und guckt euch bei mir den zweiten Teil vom Bazar an. Und da habt ihr dann auch nochmal die Chance. Mal gucken, wie wir uns da schlagen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, das ist einwandfrei. Einwandfrei erklärt. Ach, vielen Dank. Gibt's hier schon im Vorfeld Gehege? Es scheint wohl im Vorfeld Gehege gegeben zu haben. Das so, ist ja wie strange. Sieht's aus? Kriegen wir wenigstens noch Silber? Ich kriege jetzt erstmal die Krise. Das merkt man überhaupt nicht. Was soll das denn? Mann, ey. Oh, ich bin so enttäuscht, ey. Ich wollte unbedingt Gold haben. Oh. Ich dachte, wir waren so gut dabei. Ja, wir waren eigentlich auch ganz gut dabei, bis du übernommen hast und dann hast du es vermasselt. Dumme Bildung, ey. Was sind denn das für bescheuerte Besucher hier, ehrlich mal. Das verstehe ich eben nicht, weil die Bildung ist, umso mehr wir platziert haben, desto weiter ist sie eigentlich gesunken. Was soll das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wollt ihr noch was über den afrikanischen Elefanten lernen hier? Ob ihr wollt oder nicht. Ihr müsst das. Ob ihr wollt oder nicht, ihr kriegt das hier noch hin. Jetzt habe ich auch die Ruhe weg, ey. Ja, man merkt's. Ne? Jetzt bin ich auch mucksch so ein bisschen, jetzt wo wir gerade drüber sprechen. Ja, bist du so ein bisschen enttäuscht und ein bisschen bockig? Bin jetzt ein bisschen bockig, ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich finde, das mit der Bildung ist auch wirklich eine schwierige Sache, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich finde sie nicht schwierig an sich, sondern unvorhersehbar. Weil wie kann das denn sein, dass unsere Bildung immer weiter runterging? Und jetzt hatte ich gerade von 3. Ja. Aber jetzt sind die Tiere unzufrieden. Ja, schwierig. Weswegen sind die unzufrieden? Futterbeschäftigung. Ach, weil die ja alle hier, die haben alle gekalbt hier. Ja, genau. Vielleicht hätten wir die einfach rauswerfen sollen, jeweils. Nee, die musst du ja auch platzieren. Leider. Sozialverhalten ist Kinder. Platz. Nee, ich meine, die Kinder hätten wir rauswerfen müssen. Das hätte man natürlich machen können, aber die bringen natürlich mehr Besucher rein, ne? Ja, das stimmt. Aber Besucher sind nicht das Problem, oder? Würde ich sagen, nicht, nee. Oh, das reicht auch alles nicht, ja. Ja, das ist alles schwierig heute hier. Man hätte vielleicht hier Dings reinmachen müssen hier. Oh ja, das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht gewesen. Antibabypille hier. Ja. 10 Minuten für Silber noch. Aber die Bildung geht einfach nicht hoch. Sie geht einfach nicht hoch. Nee, krankes Tier entdeckt. Im Gegensatz dazu sogar runter. Oh, weil das Wasser hier dreckig ist. Ist natürlich ärgerlich. Sowas. Aber seht ihr, es passiert auch den Besten. Es passiert ab und zu auch mal den Allerbesten. Was ist jetzt hier deren Problem? Dass sie irgendwie krank sind. Sie haben sich einen Schnupfen geholt. Haben die einen Schnobben hier? Ich weiß nicht, ist die Aufteilung von unserem. Also, das hier mit den Besuchern ist natürlich deutlich bescheiden, ne? Dadurch, dass unsere Pfleger dann auch nicht hin und her können. Einrichtung hatte starken negativen Einfluss. Ja. Ja. So ist das Leben, aber wir brauchten hier einen Mitarbeiterraum. Ja, stimmt. Stellen wir den hier hinten hin. Mitten in den Baum. Hat er dann Ström? Ström. Hat er Ström hier? Ström? Der hat Ström.
Wie sieht's jetzt aus? Eine Stunde spielen wir schon und. Ja, es steigt eben nicht die Bildung, ne? Wie kann die denn noch runtergehen? Gerade eben war die unter 2. Ich weiß es nicht. Das ist, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr seltsam, wie das funktioniert mit der Bildung. Ich finde die total unvorhersehbar. Keine Ahnung, warum. Also Tierwohlbefinden sehe ich ein. Das kann ich beeinflussen hier. Ja. Platz. Ja, das, weil die auch wieder Kids gekriegt haben. Schmeißt sie einfach raus, alle Kinder. So, jetzt will ich auch und dann sollte das eigentlich gehen. Immer noch Platz. Raus. Ja, raus. Zahlt keine Miete. Also raus damit. Sehr gut, ja, jetzt ist hier 95. Tier ist entkommen. Ja, das ist zu nah dran. Es eskaliert total. Aber jetzt haben wir das Platzproblem da vorne. Jetzt haben wir das Platzproblem nicht mehr, das stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Sehr gut. Vielleicht hätten wir das einfach vorher schon machen sollen. Oh Mann, ey. Also einen Schönheitspreis kriegt dieser Zoo nicht. Warum kommt denn hier eigentlich auch kein Tierarzt rein und kümmert sich mal um die Flusspferde? Die stecken sich die ganze Zeit selber an hier. Mhm. Haben wir keine Tierärzte? Noch? Nee, ich glaube 2. Bei so vielen Tieren sind 2 natürlich. Ja. Dezent wenig, sag ich mal, ne? Ja gut, jetzt brauchst du aber auch keine 20 einstellen. 9. Okay. Hier sind Tiere entkommen. Schon wieder? Ich glaube, es war immer noch von vorhin. Ach so. Sollen wir lieber zum Tiger reinspringen? Wie sieht's jetzt aus? Zufriedenheit hier? Okay, jetzt ist nur noch die Bildung. Mhm. Und die Bildung fällt. Aber wie kriege ich denn Bildung? Ja, jetzt steigt sie wieder. Vielleicht ist das eine gute Sache in den Kommentaren. Schreibt auch uns einfach mal, wie kriegt man am besten Bildung? Weil offensichtlich sind wir zu doof dazu. Also Bildung hängt natürlich auch damit zusammen, wie viel man über die Tiere hier weiß. Richtig, aber das ist jetzt ja nicht so, dass wir hier nirgendwo total ahnungslos sind. Aber es ist trotzdem sehr, sehr strange, weil wir haben schon sehr viel Druckbeschallung hier. Mhm. Das ist mega strange. Ja. Dass das nicht funktioniert. Und ich will das jetzt unbedingt. Jetzt ist die auf 1,9. Was machen die Leute denn? Vergessen die, was sie gerade gelernt haben oder was? Ja, entweder das oder sie halten sich einfach die Ohren zu und laufen so durch den Zoo. Die Tierzufriedenheit, das geht auch nicht, ey. Weiß, in Chorley hatten wir sehr, sehr viel mehr von diesen Arterhaltungstafeln. Noch mehr? Ja, wir hatten da wahnsinnig viele. Vielleicht auch mal an einer anderen Stelle. Zur Ruhe! Die pure Verzweiflung, meine Damen und Herren, hier. Ich nehme die Bäume mit. Das finde ich super. Sehr, sehr schön. Zum Glück kommen die da durch. Es wird immer schlimmer. Aber 2,8 jetzt. Ja, siehst du, kopier das jetzt hier noch einmal, das, was du da an der Toilette hast, und stell das nochmal auf die andere Seite hier, wo die ganzen Imbisse sind. Du kopierst gerade eine Toilette mit. Die brauchen wir auch noch. Es ist ihm vollkommen egal. So. Ich habe auch nur noch 4 Minuten. Ja. Also das Video läuft maximal noch 4 Minuten, Leute. Ja. Dann werden wir einen weinenden Gorobai erleben, habe ich so das Gefühl, am Ende dieses Videos. Ich glaube auch. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön, was wir hier zu Gesicht bekommen. Es ist mega schön, was wir hier gerade zu Besuch bekommen. Jawohl, Silber! Yeah!
Ich gratuliere zu diesem wunderbaren Erfolg. Ich weiß nicht, ob man es Erfolg nennen kann. Das hier vorne ist so geil. Aber es ist nicht so geil. Es ist unglaublich. Also es scheint wirklich Masse vor Klasse zu herrschen. Oh mein Gott, Leute. Ihr schreibt in die Kommentare, was Sean euch eben erzählt hat. Auch mit dem Hashtag GuruWirt bitte. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem weiteren Auf-Zeit-Szenario. Ich gucke mir jetzt Baby Elefanten an, sonst werde ich sehr aggressiv. Sonst wirst du deprimiert. So, Leute. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, wenn ihr trotzdem Spaß hattet, Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, im nächsten Auf-Zeit-Szenario oder drüben bei Sean auf dem Kanal. Da läuft der zweite Teil vom Bazaar. Ich bin gespannt, wie es da aussieht. Also, ja, da bin ich auch gespannt. In diesem Sinne, haut erstmal rein, Leute. Ciao. Ciao, ciao.